der Nacht mit meinem Kummer lieg ich schlaflos, lieg ich wach, träumend im halben Schlummer, träumend wandle ich bei Tag. Wer da? Bist du's, Franz? Komm herein. Auf die Idee, die Heine-Lieder von Schumann, es sind ja alles Heine-Lieder, zu kombinieren mit diesen Woyzeck-Szenenfragmenten, bin ich eigentlich gekommen dadurch, dass ich so viele Parallelen, Analogien entdeckt habe. Das sind zum Teil auch sicher eher assoziative Dinge. Aber man hat so den Eindruck, diese Heine-Lieder bei Schumann, die Texte alleine schon, sind immer so kurz vorm Platzen und ich lasse sie sozusagen platzen. Der Ritter sind Bluten zur Herde, es stolpert der Riese nach Haus, es stolpert der Riese nach Haus, wenn ich begraben werde, dann ist das Märchen aus. Der hat die goldene Krone, der Herr König. So I think to put those two things together, it's like a sort of Verfremdungseffekt. It's sort of making these pieces strange. And we need these pieces of Schumann strange. We need to experience them as strange because when they were written, they were very strange. Kichern und huschen vorbei. We've heard them sung so many times by so many generations of people since 1840 that they've become sort of normalized and they're not normal. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Woyzeck. Er ist dumm. Ganz abscheulich. Dumm. Also für mich ist immer so diese, was ihr gesagt habt, die Assoziationsebene. Also was steht eigentlich hinter den Klängen? Was ist die eigentliche Bedeutung von Musik? Was will die Musik sagen? Es war einmal ein arm Kind. Das hat keinen Vater und keine Mutter. War alles tot. Es ist so wie ein gemeinsamer Atem. Also so ist ein durch den sensiblen Menschen oder den Menschen, der die Dinge wahrnimmt. Dafür muss man kein Künstler sein. Aber jetzt hat Büchner dafür eben die Sprache und Schumann dafür die Musik. Und mich berührt das.